Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um die gefährlichste Sache auf dem Planeten, nach meiner ganz persönlichen privaten Einschätzung natürlich. Und man könnte alles Mögliche für das gefährlichste auf dem Planeten halten, angefangen von, was weiß ich, Atomwaffen oder der Idee, schwarzes Zeug aus der Erde zu holen und in die Atmosphäre zu pusten. Das hat alles seine Legitimität. Ich sehe nichtsdestoweniger etwas ganz anderes als das gefährlichste auf dem Planeten an, und das sind tatsächlich wir Menschen selber, aber nicht wir Menschen als Gesamte, sondern eine ganz bestimmte Neigung und Tendenz von uns Menschen. Und zwar vor allem, wenn wir in größeren, komplexeren, differenzierteren Gesellschaften zusammenleben. Also ein Zustand, von dem ich immer ausgehe, dass er seit ungefähr 10.000 Jahren existiert. Also seit Erfindung von Sesshaftigkeit, Ackerbau, Grundbesitz und so weiter bilden wir größere Gesellschaften. Und in dieser Konstellation ist etwas ganz anderes das Gefährlichste, und zwar unsere Neigung, uns auf eine gewisse Weise in kulturelle Gegebenheiten zu verlieben und sie dann mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Ich würde tatsächlich von sowas sprechen wie eine Art Täterintrojekt. Wer es kennt vielleicht, oder vielleicht auch eine Art Stockholm-Syndrom mit ganzen Kulturen. Und das bedeutet, dass wir also kulturelle Entwicklungen, wir uns so stark an sie gewöhnen, dass wenn sie in Frage gestellt werden, wir tatsächlich gewalttätig und aggressiv werden. Das gibt es nicht nur beim Thema Religion, das gibt es bei allen möglichen Gegebenheiten. Manchmal erlebt man das zum Beispiel auch in Firmen, wenn dann Neuerungen kommen, die Leute haben sich daran gewöhnt, und was dahinter steckt aus meiner Sicht ist tatsächlich eine Art, ich würde sagen, da ist Leben reingeflossen der Menschen, in dem Sinne, dass es die Menschen am Anfang, als sie selber sozusagen entweder auf die Welt kamen und daran gewöhnt wurden oder dann aber einem bestimmten Alter daran gewöhnt wurden, es sie sehr viel gekostet hat, sich daran anzupassen. Und jetzt, nachdem sie aber angepasst sind an diese kulturellen Gegebenheiten, werden sie tatsächlich oft mit Zähnen und Klauen verteidigt, obwohl sie eben nicht so sein müssen, sondern nur so sein können. Und wenn sich dann Umstände ändern oder auch neue Dinge erfunden werden, dann werden oft die alten Dinge, die alten kulturellen Errungenschaften mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und man kann das auf zwei Ebenen für gefährlich halten. Davon steht eine mehr in meinem Fokus als die andere. Die eine Ebene ist eben fehlende Adaptivität. Also sozusagen, wir müssten längst zum Beispiel, was weiß ich, Institutionen, Verfahren, Gesetze anpassen, aber wir verteidigen den alten Status quo. Das ist dann gefährlich für ganze Gesellschaften, weil es eben ihre Anpassungsfähigkeit gefährdet. Aber das ist nicht die Sache, die ich im Blick habe. Ich habe das sehr viel unmittelbarere im Blick, nämlich, dass wenn einzelne Menschen oder Gruppen sozusagen dann erkennen, dass sich da was ändern müsste oder auch ändern könnte, dass diese Menschen, die dann eben Innovationen hineinbringen wollen in die Gesellschaft, dass diese Menschen sehr gefährlich leben, weil eben die anderen sich von ihnen angegriffen fühlen. Und zwar einfach nur, weil sie sich daran gewöhnt haben. Und dieses Nur ist ein ganz fett einzuklammerndes Nur oder ein Nur in Anführungszeichen, weil es sie eben sehr viel gekostet hat, sich daran anzupassen. Und das kann man eben sehen. Es gibt auch Menschen, die haben dann ein Stadium erreicht, häufig auch im fortgeschrittenen Alter, also so ab Mitte 40, also ungefähr da, wo ich jetzt bin, oder 50 oder 60 oder 70 oder 80 oder 90, wo es auch fast nicht mehr zu erwarten ist, dass die Leute von ihrer sozusagen, von dem, was es sie gekostet hat, in der Kultur, wie sie gerade ist, damit klarzukommen, dass sie jetzt noch von diesem Trip runterkommen können. Also ich zumindest erwarte das von vielen Menschen gar nicht mehr, dass sie sich dann noch umorientieren können. Das ist einer der vielen Gründe, ich erwähne es immer wieder, warum ich die Sterblichkeit des Menschen für einen Segen halte, weil wir eben ab einem bestimmten Alter uns auch sehr verfestigen und dann von den Dingen, die uns geprägt haben, ich gehe eben auch sehr stark davon aus, dass es bei Menschen Prägephasen gibt, sogenannte neuronale Fenster, wo wir einmal kalibriert werden, und diese Grundkalibrierung steht dann, mittlerweile wissen wir ja sogar, dass das über die Epigenetik teilweise vererbt wird, also wenn zum Beispiel Hungerkatastrophen waren oder Kriegszustände, dann hat das tatsächlich, hinterlässt das in der weiteren Entwicklung nicht nur über eben kulturelle Anpassung, sondern auch auf der harten, materiellen, biologischen Ebene Spuren, die man dann teilweise noch in der Enkel- und Urenkelgeneration nachweisen kann. So habe ich das zumindest verstanden als Laie. Also diese bestimmte katastrophale Zustände oder auch bestimmte vielleicht auch Füllezustände haben Folgen über Generationen hinweg auf uns Menschen. Das heißt, wir Menschen passen uns halt sehr stark an Zustände an, aber wir passen uns nicht in allen Lebensaltern gleich stark an Zustände an. Wenn wir uns einmal angepasst haben, gibt es eben sowas wie auch eine Art kulturelle, individuelle Pfadabhängigkeit. Das heißt, Menschen sind voreingestellt auf diesen Systemzustand. Und wenn dann ein sehr viel besserer Systemzustand möglich wird, durch Innovation oder einfach die Rahmenbedingungen ändern sich, dann sind wir oft tatsächlich resilient oder resistent gegen die Verbesserung, obwohl sie jetzt möglich wäre, einfach nur, weil uns die Anpassung an das Alte so viel gekostet hat. Ganz individuell, ganz persönlich. Und das heißt, eine nächste Generation hat dann mehr Chancen, sich an den besseren Zustand zu gewöhnen, als die, die sich an den alten Scheiß gewöhnt haben. Wie gesagt, ich bin selbst
selbst Betroffener, weil ich stehe genau an dieser Schwelle. Ich spüre es, würde ich sagen, an jedem Tag, dass sich da was geändert hat bei mir mittlerweile, weil ich einfach jetzt älter bin und viele Dinge, ne, also gibt es ja diesen blöden Spruch, ich kriege ihn, glaube ich, nicht mehr richtig zusammen. Alles, was bis zu dem Zeitpunkt erfunden wurde, wo du geboren bist, ist alter Scheiß, der dich nervt. Ja, das sind die Alten. Alles, was dann erfunden wird bis zu deinem 20. Lebensjahr, ist geiler, heißer Scheiß. Ja, nach der Devise, wie sich dann jüngere Menschen immer auf die nächste auch technische und auch kulturelle Innovationen und auf Moden draufsetzen, das ist total elektrisierend, das belebt uns und gerade weil es eher unseres ist und eben nicht das der Eltern- oder Großelterngeneration, weil man sich das ganz neu aneignen kann, genau deswegen ist es auch teilweise so elektrisierend und alles, was nach dem 20. Lebensjahr erfunden wird, ist des Teufels und wird zum Untergang der Menschheit führen. Ne? Also dieses Klischee gibt es ja zu technischen Innovationen und ich finde, da ist was dran, es hat halt einfach was mit diesen Prägephasen oder diesen sogenannten neuronalen Fenstern zu tun, die meines Erachtens grob unterschätzt werden, wie stark sie auch beim Menschen der Fall sind, eben nicht nur bei irgendwelchen Tieren, wo man das untersucht mit den neuronalen Fenstern, sondern auch bei Menschen gibt das und das heißt, Grundkalibrierungen gibt es in allen möglichen Lebensaltern, vor allem wenn wir jünger sind und danach geht diese Kalibrierung halt nicht mehr weg, nicht mehr bei uns, vielleicht bei unseren Kindern oder Enkeln oder Urenkeln, aber wir sind so kalibriert, weswegen es eben auch gut ist, wenn wir dann irgendwann nicht mehr sind und nicht der weiteren Verbesserung der Kultur, der Institutionen im Weg stehen. Und das heißt, ein gutes Verhältnis ist eigentlich eins, wo wir den Menschen tatsächlich über seine Kultur stellen, wo wir den Menschen über seine zufälligen, gegenwärtigen Institutionen stellen, wo wir auch gemeinsam immer wieder drüber schauen, kann man denn was anpassen, weil es einfach in der Veränderung besser wäre. Und das muss natürlich ein sehr sensibler Prozess sein, weil es immer bewusst sein muss, die Veränderung ist für einige sehr schmerzhaft und für andere auch gar nicht hinnehmbar. Also jegliche Verbesserung, wo wir sagen, das ist doch eindeutig eine Verbesserung, muss einem klar sein, dass auch gerade sehr schmerzhafte Zustände, viele Leute sehr viel gekostet haben, weil sie sich daran angepasst haben. Das heißt, sie mussten gerade, weil es ein sehr schmerzhafter Zustand war, eigentlich ein sehr unguter Zustand war, persönlich Coping-Strategien finden, also Strategien, damit klarzukommen. Und sowohl das Aushalten der schlechten Zustände, als auch das Finden der Coping-Zustände, als auch das sozusagen Implementieren oder sich Gewöhnen, Angewöhnen von Coping-Strategien, waren alles sehr investive, hochinvestive Vorgänge, das hat die Menschen sehr viel gekostet. Nachdem sie also individuelle Kosten hatten, die nicht mehr reversibel sind, das heißt, die Leute können nicht in der Zeit zurückreisen und das rückgängig machen, sondern das war ihr Leben, können wir nicht erwarten, dass sie jetzt Hurra schreien, wenn die Veränderung möglich ist. Und das ist das, warum viele Menschen aus sehr, ich finde, sehr nachvollziehbaren psychologischen Gründen extrem resistent sind gegen Dinge, die eindeutig Verbesserungen wären. Und das kann man also menschlich nachvollziehen und das ist auch nicht änderbar. Also sozusagen, man kann es Leuten vielleicht manchmal einfacher machen und es gibt auch sehr positive Gruppendynamiken, wo dann Leute manchmal Veränderungen mitgehen können, die sie unter anderen Umständen niemals mitgehen könnten und ich halte eben zum Beispiel geloste Bürgerversammlungen, also Formen von unmittelbarer, persönlicher, auf gegenseitiger Wertschätzung beruhender Demokratie für eine Form, die es Menschen so leicht wie nur möglich macht, eben Gesetze anzupassen, Verfahren anzupassen, Institutionen anzupassen, aber es gibt immer einen Rest, wo Leute einfach nicht mitgehen können, weil sie sagen, das war mein Leben. Ja, ihr negiert hier gerade durch die Verbesserung mein eigenes Leben. Und das haben wir sehr viel. Ja, und das ist aus meiner Sicht alles andere als irrational. Es ist aus einer psychologischen Rationalität hinaus, aus einer fast psychoökonomischen Kalkulation heraus absolut nachvollziehbar, warum Leute sich manchmal mit Zähnen und Klauen gegen Verbesserungen wehren. Ich zumindest kann das nachvollziehen. Und nichtsdestoweniger ist das mit die gefährlichste Eigenschaft, die wir Menschen mitbringen. Vor allem für sogenannte Innovatoren. Also für Leute, die Veränderung wollen, die manchmal auch Veränderungen auf Teufel komm raus kommen. Naja, du musst immer mit Menschen dealen. Die Veränderung musst du, da geht es nicht nur um das berühmte Menschen mitnehmen, denn es geht häufig darum, die Menschen selber das mitgestalten zu lassen. Also du kannst nicht als der Innovator auftreten und sagen, ich mache jetzt alles besser anders. Das sind Leute, die leben sehr gefährlich, wenn die das machen, weil sie die Kosten nicht berücksichtigen, die es andere gekostet hat, sich an die schlechten Zustände, die sie gerade abschaffen wollen, anzupassen. Da stecken ganze Leben dahinter. Naja, ich habe bekanntlich eine relativ irdische, immanente Sichtweise. Also ich spekuliere nicht auf Wiedergeburt oder ein Leben im Jenseits oder so. Für mich ist dann halt die Perspektive, das ist das eine Leben, das man hat, wenn man ganz jetzt individuell denkt. Naja, und insofern ist dann die eigene persönliche Lebenszeit und wie die so ist und wie die so verbracht wurde, mit das Wertvollste, was es so gibt und auch die Anpassungsleistungen an den zufälligen Zustand, an die zufälligen Gesellschaftszustände, in die man halt hineingeboren wurde und mit denen man dann versucht hat, irgendwie klarzukommen, an die man versucht hat, sich anzupassen, für die man dann individuelle Lösungen und Coping-Strategien entwickelt hat, das ist somit das Wertvollste, was ein Mensch überhaupt im Leben hat.
Und das zu negieren, das Menschen wegzunehmen, ist eine ziemlich gefährliche Kiste. Ja. Und insofern, ich würde sagen, diese Neigung von uns, dann letztlich die Kultur, an die wir uns angepasst haben, über den Menschen zu stellen, und das ist aber für mich eine nicht änderbare Neigung, ist mit das Gefährlichste. Also es ist sozusagen da, es ist nicht beseitigbar, es ist nicht veränderbar. Wir sollten davon ausgehen, dass das stabil vorhanden ist. Und zwar in uns allen, nicht in bestimmten Menschen. Also nicht, dass wir so jetzt anfangen, wir fangen an, Menschen zu unterteilen in, was weiß ich, progressive und konservative, wie auch ich es, ich entschuldige mich dafür, ab und zu tue, sondern das ist eine universale menschliche Neigung. Das heißt, diese Neigung gibt es in uns allen. Wir passen uns an das, was wir vorfinden, wir finden Lösungen dafür und dann verlieben wir uns sozusagen oder verbinden uns auf eine tiefe Weise mit unseren eigenen Anpassungsleistungen. Und wenn jetzt jemand von außen kommt und uns das wegnimmt, dann lebt dieser Mensch sehr gefährlich. Das ist das, warum Religionen immer wieder zu Kriegen führen, warum es in Unternehmen um bestimmte Innovationen wirklich erbittertste Kriege geführt werden, warum in manchen Familien sich Dinge niemals ändern werden und so weiter und so fort. Das ist ganz einfach, man hat sich gemeinschaftlich angepasst. Man könnte sagen, wenn es ganz drastisch formuliert, in einer kollektiven Neurose gefangen. Und diese Neurose besteht darin, dass man ganz bestimmte Dinge, Gegebenheiten, kulturelle Gewohnheiten oder Institutionen über alles stellt, die dürfen nicht in Frage gestellt werden, obwohl sehr viel bessere Formen möglich wären. Und irgendwann kommt immer jemand und sagt, ja, was macht ihr denn da? Das ist doch längst ganz anders möglich oder da könnte man doch dieses, jenes tun. Und das ist eine sehr sensible Kiste, als so ein komischer Innovator aufzutreten. Ja. Damit muss man rechnen, dass Menschen dann nicht Hurra schreien und dass man als Bedrohung oder als gefährlich wahrgenommen wird. Wie gesagt, ich sehe es so, dass nicht diese Innovatoren die Bedrohung sind. Bedrohlich ist unsere Neigung, dass wir eben uns in das verlieben aus guten Gründen oder mit dem verbinden aus guten Gründen, woran wir uns angepasst haben, weil uns diese Anpassungsleistung selbst unglaublich viel gekostet hat. Und davon müssen wir unter Großgesellschaftsbedingungen, unter komplexe Gesellschaftsbedingungen, unter differenzierte Gesellschaftsbedingungen ausgehen, dass das der Normalzustand ist, dass das immer und überall ein Faktor ist, und zwar ein ganz gewaltiger Faktor. Also Veränderung, gesellschaftliche Veränderung ist ein sehr viel sensibleres Thema. Und ich denke eben, dass eine Demokratie, die alle in diese Gestalterrolle holt, eine viel höhere Chance hat, eben eine hochadaptive Gesellschaft zu sein, weil der Schmerz, wenn ich die Gesellschaft selber gestalte, geringer ist, als wenn sie für mich gestaltet wird. Also wenn einzelne wenige Menschen, das mögen sehr wohlwollende Menschen sein, sehr reflektierte Menschen sein, sehr kluge Menschen sein oder was auch immer, sehr empathische Menschen sein, das hilft mir relativ wenig, wenn ich immer noch die Meinung, das Gefühl habe, den Eindruck habe, die Veränderung kommt von außen auf mich zu. Bestimmte wollen mich ändern, wollen mir meine Kultur wegnehmen, wollen mir meine Gewohnheiten wegnehmen, wollen mir meine Lebensart, meine Lebensform wegnehmen. Wenn das von außen kommt, ist das sehr, sehr, sehr hoch aufgeladen bei uns Menschen und führt dann nicht selten tatsächlich zu Gewalt. Dagegen, wenn wir selber die Gestalter sind, also wir selber sind alle miteinander die Treiber der Veränderung, weil wir alle in einer gestaltenden, aktiven politischen Rolle sind, dort ist sehr viel mehr möglich, weil wir dort uns nicht bevormundet fühlen, wir haben nicht den Eindruck, dass uns was weggenommen wird, sondern wir haben eher den Eindruck, dass wir uns selbst verändern, dass wir uns selbst gestalten, und da ist dann oft sehr viel mehr möglich, als wenn andere eben kommen und wollen uns irgendwie in eine Richtung treiben, schubsen, auf eine freundliche Art vielleicht sogar, oder erziehen oder zu was überreden oder für irgendwas gewinnen oder mitnehmen. Das ist einfach ein strukturell ganz anderer Vorgang, als er eben in einer Demokratie der Fall ist, wo wir alle in einer aktiv gestaltenden Rolle sind. Deswegen sind Demokratien, wenn sie wirklich Demokratien sind und alle mit hineinnehmen in aktive politische Mitgestaltung, und zwar alle gleich viel, das ist das, was eine Demokratie auszeichnet, sind solche Gesellschaften sehr viel adaptiver, sehr viel anpassungsfähiger, auch sehr viel innovationsfreundlicher als eben Kulturen, die letztlich immer noch eine Form von wohlwollendem Paternalismus kennen, wie er halt in Europa die letzten 2400 Jahre geherrscht hat. Also spätestens seit Platon. Ja, also ein paar weise Menschen denken sich Dinge im stillen Kämmerlein aus, so wie das auch heute noch in vielen Konzernen und Unternehmen ist, und dann wird das ausgerollt. Ja, dann muss die Mitarbeiterschaft dafür gewonnen werden. Na, das ist ein Scheißmodell, weil es nicht mit Menschen rechnet, wie wir Menschen psychologisch investieren, und eben nicht damit rechnen, was es uns gekostet hat, uns an die alten schlechten Zustände zu gewöhnen und uns an sie anzupassen. Und die Leute erwarten dann immer, dass die Leute Hurra schreien, weil es doch wirklich eine Verbesserung ist, weil es doch wirklich eine positive Innovation ist, die den Leuten das Leben weitermacht, und machen regelmäßig die Erfahrung, dass die Leute nicht Hurra schreien, sondern dass die Leute echt angepisst sind von ihren komischen Innovationen. Naja, das könnte man mittlerweile durchschauen, wenn man etwas psychologisch hinschaut, wenn man etwas echte Empathie für Menschen hat und versteht, was es die Leute gekostet hat, überhaupt in diesen Zuständen zu überleben, mit ihnen einigermaßen klarzukommen. Dass die Leute jetzt nicht Hurra schreien, wenn plötzlich was Besseres möglich ist, das könnte man, wenn man wollte, als Mensch nachvollziehen, finde ich.
Aber vielleicht ist das auch nur so ein Tagtraum von mir oder so eine naive Ansicht von mir selber. Also das geht letztlich raus an all diese Möchtegern-Innovatoren, von denen ich wahrscheinlich auch selber einer bin, und zu sagen, vielleicht gucken wir mal etwas menschlicher hin auf die Prozesse, auch was dazwischen uns abspielt. Und die Konsequenz für mich ist immer zu sagen, nicht ich möchte Innovationstreiber sein, sondern ich finde es gut, wenn wir alle gemeinsam Innovationstreiber sind. Und auch Menschen, wo man erstmal gar nicht denkt, dass die das sein können. Ja. Holt die Menschen in eine aktive Rolle und dann schaut mal an, was passiert. Gestaltet nicht die Gesellschaft für sie, lasst sie selber die Gesellschaft gestalten. Gestaltet nicht Innovationen für sie, denkt euch nicht im stillen Kämmerlein tolle Lösungen für sie aus. Holt sie in eine Rolle und schaut euch an, was sie selber für Innovationen erfinden und vorantreiben wollen. Also sozusagen hört auf mit positiver Bevormundung, mit wohlwollender Bevormundung, wo man sich vielleicht auch manchmal klar machen muss, dass das überhaupt eine Bevormundung ist, mit seinen tollen, tollen Ideen, die man so hat. Und wie vielleicht rüberkommt, ich bin ein Mensch, der hat jeden lieben langen Tag so solche komischen Besserwisser-Ideen. Ja, ich bin geschlagen und verflucht damit, dass mir ständig Dinge auffallen, wo ich persönlich finde, Dinge könnten anders sein, besser sein. Das heißt, ich habe mit dieser komischen Position relativ viel Erfahrung, weil ich halt da ein verfluchter Mensch bin, der ständig damit sich abfinden muss, dass ich mir komische Dinge ausdenke, wo dann Leute nicht begeistert sind davon. Und ich kann das mittlerweile gut nachvollziehen, warum Leute nicht davon begeistert sind. Also ich mache das nicht mehr. Also ich halte häufig einfach auch die Klappe. Weil ich finde, dass das kein gutes Verhältnis ist, für Menschen etwas besser zu machen, ohne die Menschen in eine aktive gleichrangig gestaltende Rolle zu holen. Und teilweise sind es da auch ganz andere Dinge, die sie wollen. Vielleicht priorisieren sie Dinge auch ganz einfach. Vielleicht sagen sie, ja, das ist nett, was du dir da ausgedacht hast, aber was anderes ist sehr viel wichtiger für mich. Oder das ist nett, was du dir ausgedacht hast, aber es hat für mich sehr hohe Folgekosten. Ja, es ist erstmal eine Erleichterung, aber dann, das hat für mich Folge A, B, C, D, die du gar nicht auf dem Schirm haben kannst. Ja, solche Dinge gibt es halt auch. Und das können einem Menschen nur in einem gleichrangigen, demokratischen Augenhöheprozess sagen. In anderen Verhältnissen, da rollen sie dann heimlich die Augen, wenn man nicht hinschaut, und ballen die Faust in der Tasche. Und manchmal kriegt man die Faust dann auch irgendwo hingeschlagen. Und zwar, ich finde, zu Recht, weil man nicht berücksichtigt hat, was das für das Leben der Menschen bedeutet, wie es sich anfühlt und wie es von ihnen erfahren wird. Und das ist in einer Demokratie anders. Deswegen ist Demokratie so eine große Erleichterung für uns alle, weil wir dort in ein anderes Verhältnis kommen, auch auf der Ebene sozusagen Tradition und Innovation oder Konservatismus, Progressismus oder wie auch immer wir es nennen wollen, also im Sinne von, was wollen wir denn, dass es so bleibt, wie es ist, und was wollen wir dringend, dass es sich verändert, und was wollen wir da gemeinsam? Nicht einige wenige von uns, sondern wir gemeinsam. Zu welchen Beschlüssen kommen wir auf dieser Ebene? Und das lässt sich in einem demokratischen Prozess, in einer Gesellschaft, die sich gewöhnt hat an demokratische Prozesse, das heißt an gleichrangig aktive Mitgestaltung, Mitbestimmung, sehr viel besser lösen, und im Endresultat als Gesamtzustand sind solche Gesellschaften sehr viel anpassungsfähiger. Auch unter Druck, auch in existenziellen Notlagen, und sehr viel adaptiver, sehr viel eben innovationsfreudiger, wenn eben Dinge dringend angepasst werden müssen, weil Menschen beständig leiden in den alten Zuständen. Also wann ist denn Innovation dran? Naja, wenn die alten Zustände beständiges Leiden verursachen. Leuten geht es beständig schlecht, Leute werden ständig physisch und psychisch krank in diesen Zuständen, ja, dann muss man was anpassen, weil das sind keine guten Zustände. Also letztlich die Letztinstanz dafür, wann etwas verändert werden muss, ist der Mensch selbst. Ja, also so sehe ich es zumindest. Das heißt, anhaltendes Leiden ist immer ein Indikator. Ja, anhaltende Störungen, wenn wir nicht mal für einen Moment einen schlechten Zustand haben, sondern anhaltend gehen Leute in den Burnout, kriegen komische Krankheiten, psychische Krankheiten, Depressionen oder Angststörungen breiten sich aus. Ja, okay, das heißt, wir müssen tätig werden auf der institutionellen Ebene. Wir müssen was auf der Struktur ändern, am System ändern. Das ist aber demokratisch in unser aller Händen am besten aufgehoben, weil die Leute dann genauer sagen können, was genau stört sie. Und was sind denn vielversprechende Anpassungen, die nicht wieder selber fatale Folgekosten haben? Wie gesagt, die Innovation der Gesellschaft gehört in die Hände aller, nicht in die Hände einiger weniger, weil sie dort immer, egal wer diese Leute sind, schlecht aufgehoben sind. Auch in den Händen der klügsten, reflektiertesten, empathischsten Menschen der Welt ist Innovation schlecht aufgehoben. Gesellschaftliche Innovation, politische Innovation, soziale Innovation. Solche Innovationen gehören immer in die Hände demokratischer Gremien, und das heißt halt für mich geloster Gremien. So sehe es zumindest ich. Man kann gerne anderer Meinung sein, aber ich wollte es hier nur noch mal gesagt haben. Und wie gesagt, die gefährlichste Eigenschaft von uns Menschen ist eigentlich die Kultur, die zufällige Kultur, an die wir uns gewöhnt haben,
über uns Menschen selber, über unser eigenes Wohlergehen zu stellen. Und nichtsdestoweniger müssen wir damit rechnen, dass diese Tendenz von uns selber unsterblich ist, dass sie uns ewig begleiten will, dass sie eine Ausgangslage ist, eine Bedingung unseres Seins, eine Conditio humana, die wir gar nicht verändern können. Also wir können Menschen nicht so erziehen oder verändern, dass wir diese Neigung nicht hätten. Das heißt, wir müssen mit dieser Neigung einfach rechnen und entsprechend wiederum unsere Institutionen so gestalten, dass das Leiden am Leiden an der Innovation abnimmt. Das ist Meta, Meta, Meta und das Resultat ist letztlich ein starkes Plädoyer für demokratische Prozesse, in denen dieses Leiden so gering wie nur möglich ist. Also sozusagen das Leiden an der Verbesserung selbst, an der Innovation selbst, obwohl sie tatsächlich eine Verbesserung, eine Innovation ist, die eigentlich abstrakt gesehen von Menschen und ihrem psychologischen Entwicklungspfaden abgesehen nur wünschenswert ist. Und nichtsdestoweniger gibt es eben begründeten Widerstand dagegen, weil eben Menschen eine Geschichte haben, eine Coping-Strategie, Entwicklungsgeschichte und die ist in Rechnung zu stellen. Und ich denke, das können Demokratien am besten sehr viel besser als irgendwelche anderen Formen, in denen man eben Gesetze gestaltet, Verfahren gestaltet, Institutionen gestaltet. Das ist, wo Demokratie allen anderen Staats- und Seinsformen, Zusammenlebensformen einfach überlegen ist. Ceterum censeo, isonomiam esse sortiendam, im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie gelost werden muss.